Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart Wii oder beziehungsweise Let's Fets Mario Kart Wii. Ich möchte mich als allererstes total bei euch entschuldigen, dass ich das nicht dieses Wochenende geschafft habe. Ich war Samstag einfach fast den ganzen Tag weg, nach Autos gucken und so weiter und so fort. Dann war ich Sonntag den ganzen Tag weg, habe da Fußball geguckt und so und also ich war wirklich den ganzen Tag weg und dann bis... Und dann war ich Montag den ganzen Tag fast weg. Na okay, nicht den ganzen Tag. Aber schon ziemlich viel, weil ich zur Universität musste und das ist alles ein bisschen stressig im Moment. Ich versuche es, diesen... Also, es sollte eigentlich diese Woche Sonntag gehen, okay? Diese Woche Sonntag um 16 Uhr. Wenn es da Einwände gibt, dann bitte. Das ist diese Liste hier, also meine zweite Liste. Es tut mir nochmal herzlich leid. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz wenig, also mit dem Adden und so. Es gibt zwei Seiten, die mich noch nicht geaddet haben, beziehungsweise manche haben mich noch gar nicht als Freundin. Manchmal geht das erst, wenn ich einen Raum aufgemacht habe, dann erscheine ich dann auf der Liste. Also manchmal muss man ein bisschen warten, aber ich habe euch alle geaddet. Also hier, ich gehe jetzt mal ganz schnell durch. Ihr seht ja euren Namen. Hoffe ich doch mal. So. Alle mit EKZ, ey, wie süß. Och, Mann. Und hier sind halt die FCs, die mich noch nicht geaddet haben, beziehungsweise so halt und so. Wenn ihr das nicht mehr tut, beziehungsweise wenn ihr dann nach dem Rennen immer noch auf Fragezeichen steht, werde ich das löschen und werde ich dann andere FCs adden. Den werde ich dann Bescheid sagen oder so. Das wird dann voll Chaos. Oh mein Gott, ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde. Auf jeden Fall fahren wir normal, weil ich die SD-Karte nicht drin habe und dann keinen Bock hatte. Dann Custom Tricks und bla bla bla. Wir fahren normal global. Wir sind auf 7000 Punkte seit dem letzten Mal. Haben immer noch keine Charaktere und ich dachte mir, fahren wir mal mit Rosalina. Ich bin seit dem letzten Mal kein einziges Mal mehr gefahren. Das heißt, ich bin total... Salva und Xavi fahren mit mir. Die beiden Süßen. Können wir mitfahren? Na klar, nein, okay, nein. Ich habe denen ja Bescheid gesagt und dann, ja. Und ja, ich möchte mich wirklich entschuldigen. Ich habe es einfach nicht geschafft, zeitlich. Diesen Sonntag um 16 Uhr sollte es eigentlich gehen. Dann fahren wir ein, zwei Stunden zusammen. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Ich werde nochmal ein Video vorher machen, so, hier, Erinnerung, bitte kommen. Und ja, wenn ich jetzt auch noch einen Raum finde, dann kann ich das Ganze hier auch schön mit einem schwarzen Bildschirm beenden. Ja. Mhm. Okay. Wir sehen uns einfach gleich wieder, Leute. Na supi, direkt erstmal Sorbeland zum Einfahren mit Rosalina. Ja, das kann nur in die Hose gehen. Das kann nur in die Hose. Der Windschatten, der darf in dieser Kurve einfach nicht sein. Und ich habe, oh, ich habe den Sound zu laut auf den Ohren. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil der ja verschoben ist. Und ah, ich kann nicht fahren. Boah, ich bin so lange nicht mehr gefahren, Leute. Seit diesem Video halt, wo ich sage, ich adde eure FCs. Und das ist schon... Wie lange her? Es ist sehr lange her. Autsch. Ach, Chorlo. Hi, Salva. Okay. Komm, wir machen das Ganze jetzt. Ich bin immer noch nicht offline gefahren. Also doch ein bisschen. Ups. Ich muss mich einfahren, Leute. Hallo. Das kommt gleich alles wieder. Es ist nicht so, wie es aussieht. Es ist alles viel anders da. Bra. Naja, auf jeden Fall... Nein, nein. Bäm. Nein. 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 Oh, fick dich, Spiel. Ja, auf jeden Fall ist es alles ein bisschen stressig. Wegen dieser Uni-Einschreibungsphasen-Dingen. Wie lange bin ich jetzt schon klein? Ich weiß nicht. Ach, vielen Dank, dass ich so schnell groß wurde. Also wegen dieser Uni-Einschreib-Scheiße da. Ich gehe ja auf die Dortmunder Uni und dann... Meine Mama, du musst dich noch auf anderen Unis einschreiben. Nee, ich möchte aber nur auf die Dortmunder Uni gehen. Trotzdem, man kann ja nie sicher sein. Ich so, ja, wenn ich da nicht angenommen werde, dann will ich auf keine andere Uni. Dann mache ich eine Ausbildung und dann studiere ich nicht. Wie blöd muss man denn sein? Ich will aber nur auf diese eine Uni. Nee, dann mach doch, was du willst. Ja, mache ich auch. Mache ich schon länger. Ja, okay. Also das ist alles ein bisschen behindert. Weil die Eltern immer noch einen vorschreiben wollen, was man tut und was man lassen soll. Obwohl man eigentlich schon
alt genug ist, also ich meine, okay, die Älteren haben immer ein bisschen mehr Erfahrung als man selber, aber ich denke, so mit 19, ich bin bald 20, ist ein bisschen übertrieben. Im halben Jahr bin ich dann 20 Jahre alt und ich denke, so langsam sollte ich meine eigenen Entscheidungen fällen, beziehungsweise meine eigenen Erfahrungen machen, wie es ist, auch falsche Entscheidungen zu fällen. Und wer hat das früher nicht gemacht? Sorry, Salva. Also ich meine, meine Mama hat bestimmt auch schon einige falsche Entscheidungen getroffen. Und aus falschen Entscheidungen wird man einfach nur noch klüger. Und der vierte Platz ist jetzt echt schlecht, aber naja. Wäre vielleicht besser gewesen, hätte ich eben ein Item gekriegt, aber habe ich leider nicht. Aber es gibt trotzdem 11 Punkte, hey. Wegen Engi Toyayari. Toyayari, okay, 6 Spieler. Ja, okay. Gut, wie soll ich mich so einfahren, wenn nach und nach immer beschissenere Strecken kommen, die ich überhaupt nicht fahren kann? Der 9000er ist sicher geflüchtet. Aber okay. Na okay, das geht hier schon besser als, wie heißt das eine nochmal? Nein. Wie heißt das eine nochmal? Ach ja, Chavi ist jetzt natürlich auch dabei. Hallo Chavi. Also Chavi und Salva, meine Kumpanen. Hier, EKZ, megamäßig was los. Ach ja. EKZ hat sich jetzt schon ordentlich verbreitet, auch in Pokémon Online. Pokémon Online muss ich auch mal wieder machen. Also ich bin wirklich in letzter Zeit echt verhindert. Es tut mir so leid. Ich bin ja froh, dass ich wenigstens... Pokémon recht, immer rechtzeitig uploaden kann. Weil... daran habt ihr anscheinend ja schon Spaß. Also an dem Together mit Regi. Macht mir auch unheimlich viel Spaß. Allerdings ist das immer so eine Sache, wann ich die Parts raushau, weil wir ja auch immer recorden müssen zusammen. Salva trifft. Wieso treffe ich dich nicht? Na okay, 3 Pilze, damit kann ich dich gleich überholen, außer du hast gleich einen roten. Das finde ich ziemlich scheiße. Autsch. Das hat mir jetzt sehr viel gebracht. Oh ja, das hat mir so viel gebracht. Das war besser als letztes Mal. Letztes Mal bin ich länger vor diesen komischen Baum gefahren. Der kam da plötzlich rausgeschossen. Ja. Auf jeden Fall. Oh, schön, Chavi. Bäm. In dein Gesicht. Und zack, da bin ich doch mal glatt erst. Und ich glaube, der 9000 Punkte Mensch ist wirklich rausgegangen, weil sonst hätte ich hier ein bisschen mehr Probleme. Also beziehungsweise sonst wäre der ja hier vorne irgendwo. Aber ist er gar nicht. Und studiert nicht, wenn ihr es nicht wollt, weil irgendwie, boah, das ist so. Ich habe ja eigentlich gar keinen Bock. Ich will ja nicht nochmal lernen. Und ich bin froh, dass ich aus der Schule raus bin und dass ich jetzt immer, ich bin ja immer zu Hause jetzt, ne? Ich mache ja Führerschein und so. Irgendwie hat die Bitch gesagt, ich habe 7 Theoriestunden, obwohl ich schon eigentlich mehr als 10 Theoriestunden habe. Ist alles ein bisschen behindert und scheiße, aber naja, was soll man machen? Also kann ich mir das Ganze jetzt doppelt anhören, obwohl ich das Ganze schon kenne und Na egal, habe ich ein bisschen mehr Zeit zum Lernen, weil gelernt habe ich auch noch nicht wirklich, oh mein Gott. Und ja, Führerschein halt, auch scheiße, macht auch keinen Spaß. Irgendwie macht alles keinen Spaß im Leben, außer Let's Play, das ist cool. Und wenn man sich so mit bestimmten Leuten trifft und so halt, mit Freunden und sowas. Und wie fahre ich denn gerade wieder mal? Eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Da ich jetzt natürlich nicht auf meinem fetten Bildschirm gespielt habe, die letzten Tage oder so, vom Fernseher, bin ich das gar nicht gewohnt. Also, ups, muss ich mich gar nicht umgewöhnen. Chavi, die kriege ich noch. Chavi, ja! Ah, ich habe Chavi noch gekriegt. Na. Okay, gib Pluspunkte. Das ist das Einzige, was ich möchte. Mit Sayu, also mit dem EKZ-Sayu-Dings, ein bisschen Punkte kriegen. Und ich glaube, ich habe Chavi da ordentlich noch was versemmelt, weil Brad ist auch noch vor dem. Und ja, immer noch 6 Spieler. Das finde ich ein bisschen scheiße. Können nicht mal ein bisschen mehr kommen? Yay, Pilzschlucht. Ist okay, kann ich mir leben. In letzter Zeit kommen ja immer wieder so Dinger mit, hier Dislikes und so. Also, ich habe ja immer Dislikes auf meinem Video. Eigentlich, generell. Das hat fast jeder YouTuber. Okay, viele haben es auch nicht, aber das macht... Ich hatte ja am Anfang die Daumen ausgeschaltet, ne? Und das sollte eigentlich so demonstrieren, wie scheißegal mir die Dinger sind. Also, mir ist es wirklich kackegal, ob ich nun 10 Dislikes habe oder nur einen. Weil die Dinger helfen mir auch. Also, ob ihr es nun glaubt oder nicht,
Okay, das ist immer Ansichtssache, aber die helfen mir auch. Und deshalb macht euch da keinen Kopf drum, wenn ihr das immer so schreibt, so, ja, hier, oh, dislikes me. Das ist mir total egal, ganz ehrlich, wirklich. Das Einzige, was ich interessant finde als YouTuber, als Let's Playerin, ist die Kommentare, oder sind die Kommentare. Weil ich liebe es, Kommentare zu lesen. Und wenn das dann so schöne Kommentare sind, mein Herz geht auf. Ja, toll, Katze, super, hast gut gemacht. Ich liebe einfach Kommentare. Der Rest ist mir sowas von scheißegal. Die Views sind mir egal. Die Daumen sind mir egal. Einfach nur die Kommentare. Und ich habe gerade ordentliches Problem. Bin abgekackt. Na, super. Na, ganz toll. Super. Ach Mann, ey, ich hasse das, wenn man zu viel Speed drauf hat und dann darunter fällt. Ah, oh, das hasse ich an Pilzschlucht so. Naja, auf jeden Fall. Halt, Kommentare sind mir das Wichtigste und der Rest interessiert mich null. Habe ich jetzt 5-mal gesagt, aber ist einfach so. Und dann noch, dass viele komische Dinge über mich erzählen. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer. Ich kriege das ja alles so mit, ne? Ich habe ja meine. Fick dich. Salva, sorry. Ich wollte dich gerade beleidigen. Aber dann habe ich gemerkt, hey, das ist ja Salva. Oh, Chubby, du hast echt Pech gerade. Auf jeden Fall. Ja. Kriege ich so mit, was erzählt wird. Ich lasse sie einfach erzählen, wenn sie meinen, dass sie mich kennen, beziehungsweise dass sie sowas erzählen müssen. Dann sollen sie das machen. Es geht mir total am Arsch vorbei, weil ich genau weiß, dass es anders ist. Weil ich genau weiß, dass es Leute gibt, die hinter mir stehen und immer hinter mir stehen werden. Und deswegen sind mir die anderen Leute total egal. Ich baue einfach auf die, wo ich weiß, da kann ich sicher sein, dass die keine Kacke über mich erzählen. Und das sind dann auch richtige Freunde und nicht so ein Müll. Ich gehe jetzt nicht drauf ein, wer, aber es ist einfach so. Also, ja, die jetzt, ne, also manche haben jetzt vielleicht verstanden und ja. Weil manche, also die mir das halt gesagt haben, die wissen jetzt vielleicht sogar, wen ich meine. Kann gut möglich sein. Ich möchte das aber nicht so öffentlich regeln, wie die das machen. Also, ich bin nicht so wie die. Ich mach das nicht so hinterfotzig. Man kann das auch privat klären. Man kann das, ich weiß nicht, also man kann es anders regeln, anstatt so, wie sie es getan haben. Ich fand das ein bisschen scheiße und dann sagen die mir, ich bin scheiße. Aber gut, okay, oder meine Art, ich soll ja eine andere bitte auflegen, das kann man auch so leicht, ne? Weil, wenn man so ist, wie man ist, dann, das ist doch dann eine Maske, wenn ich dann einfach, ach egal. Muss man nicht verstehen, wenn sie das so einfach können, dann sind sie auch nicht wirklich echt und tut mir leid, ist einfach so. Na gut, jedem das Seine, soll jeder machen, wie er möchte. Es ist deren Leben, es ist mein Leben, also, ja. Soll mir keiner sagen, wie ich mich zu verhalten habe. Und ja, das war mir klar, deswegen bin ich auch eigentlich immer hier am Rumstehen am Anfang. Aber egal, habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht, weil ich gerade so ein bisschen in Rage war. Und ich bin eigentlich relativ ruhig dafür, dass ich Mario Kart spiele. Chubby, 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 Chubby. Ja! Nein! Hey, Mann! Wo ist mein Auto? Ach, schon wie du Kackbratze. Top, top, top. Okay, ich bin Vierte. Okay, damit komme ich klar. Ja, 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 damit komme ich klar. Und ich mache noch ein Part einfach. Dann habe ich 2 für die Woche. Weil da muss ich auch mal wieder mehr von raushauen. Und ich hoffe einfach mal, dass der Raum... Ach, danke, 8 Spieler. Danke! So. DK Dschungelpark. Irgendwie kriege ich das in letzter Zeit sowieso voll oft mit, dass die, wo man eigentlich dachte so, ey, die stehen hinter einem, beziehungsweise, ach, die würden nie schlecht über einen reden, dass die auf einmal richtig hinterfotzig werden. Deswegen, dann sind die anderen, also, da gibt es ja halt die, die dann schlecht reden und die Betroffenen sind, über die schlecht geredet wird. Und über die, die schlecht geredet werden, die binden sich dann an diese Person einfach. Es gibt ja manche... Okay, mir wurde halt gesagt, ich soll ein bisschen über mein Leben und wie ich das so sehe und alles erzählen, weil das irgendwie interessanter ist oder so. Keine Ahnung. Ich rede jetzt einfach mal irgendwas, weil mir das gerade auf der Seele liegt und jetzt wäre ich hier fast wieder runtergefallen, wie in dem anderen Video, oder? Und, wenn man...
man sich halt nur an eine Person bindet, an eine bestimmte Person, und wenn man von der dann enttäuscht wird, dann hat man keine andere Person mehr, logischerweise. Und das ist der Fehler für, bei manchen. Ich binde mich zum Beispiel... okay, ich habe mich jetzt an eine Person gebunden. Also, ja, aber nicht... Ich weiß, das ist aber anders. Also... Oh, scheiße, das war dumm. Also manche, die binden sich damit... Leib und Seele, also die, oh, die haben dann keine anderen Menschen mehr. Die haben nur noch diese eine Person um sich rum und keine anderen Freunde mehr. Und stellt euch mal vor, ach, kacke, die eine Person, ich kann das nicht so beschreiben. Also, wenn die einen dann hintergeht, dann hat man ja logischerweise gar keinen mehr. Dann ist man ganz alleine, weil man sich nur auf diese eine Person konzentriert hat. Und ich finde, das sollte man nicht machen. Ich kriege das immer wieder mit, dass Leute sich auf ein, zwei Personen in ihrem Leben beschränken und dann, ja, enttäuscht wurden und dann, ja, scheiße, ich bin jetzt ganz alleine. Jetzt habe ich keinen mehr, der hinter mir steht, weil ich alle anderen Personen für diese Person abgeserviert habe, die eigentlich mal hinter mir standen. Und das ist der Fehler. Weil zum Beispiel meine Freundin letztens, die hat jetzt so ihre... Ficken. Toll. Das war der Blitz, der mich darunter... Ja, super. Ich hab schon abgebremst. Jetzt habe ich aber gerade ein bisschen Pech, muss ich sagen. Mir wird ja sowieso nachgesagt, dass ich ein bisschen viel Pech habe, manchmal in Mario Kart. Aber naja. Und dann kam die... Also, sie hat nichts mehr mit mir so gemacht, ne? Sie war immer so für sich und dann mit ihren beiden Kumpelinen da. Und dann, tralala, und hier und da und Facebook und ich mach das mit denen und das mit denen. Und alles so cool und toll und ach, meine Besten. Lalalalalalalalala. Und dann habe ich mitgekriegt... wie kann man sich so in Menschen irren? Heul, heul. Üglü, üglü. Dann kam die zu mir, die so, ich so, was willst denn du jetzt bei mir, ne? Ich hab immer gefragt, sollen wir was irgendwas machen? Du wolltest nie, ne? Und jetzt kommst du auf einmal zu mir. Ja, die beiden, ne? Das interessiert mich doch nicht. Du hast mich hängen lassen und jetzt soll ich für dich da sein? Ganz bestimmt nicht. Okay, natürlich war ich dann für sie da, weil ich einfach viel zu nett bin. Aber eigentlich, andere hätten gesagt, ja, jetzt kannst du dich auch verpissen, so wie du mich behandelt hast. Aber auf mich kann man eigentlich fast immer zählen, egal. Und selbst wenn jetzt Personen ankommen würden, die schlecht über mich geredet haben, selbst für die wäre ich noch da. Also ich bin wirklich irgendwie ein bisschen zu nett. Selbst wenn die hinter meinem Rücken gelästert haben und dann kommen würden so... ich glaube, ich würde die trösten und werfen... Ach mein Gott. Ich muss mir mal einen anderen Charakter zulegen, ne?